und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Wir zocken die nächste Mission von Lamar, weil ich da übelst Bock drauf habe. Und ich hoffe, dass wir diesmal jemanden finden, der nicht so noob ist. Habe ich jetzt gar nicht bedacht, ich hätte es eigentlich schon suchen können, bevor ich hier angefangen habe. Na egal, mache ich dann einfach kurz Pause, sollte es wieder länger dauern. Schnellstart aller aktueller Sitzung. Passt. Muss man natürlich wieder auf mehr Spieler warten. Warte mal kurz. Und ja, ihr meintet ja, ich soll dieses Rockets vs. Insurgents spielen, glaube ich. Alter. Das Radio ist so fucking annoying, ey. Also. Genau, das Problem ist nur, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, weil, ja, also auf der Map wurden mir gerade gar keine Missionen angezeigt, also gar keine Sachen, die man machen kann. Und das ist ja irgendwie so ein Modus. Ah, nice, da tritt schon jemand bei. Ah, alles klar. Geht schon los. Level 53, oh shit. Da bin ich der Noob in der Sache. Naja, jedenfalls, ja, muss ich erstmal schauen, wie man den Modus spielt und so. Und ja, aber momentan habe ich eh erstmal Bock auf diese Mission von Lamar, weil ich finde die ganz cool eigentlich, deswegen. Yo, so. Du wurdest aus der Mission geworfen, es gab nicht genug Spieler. Alter, was ich halt nicht verstehe ist, warum tritt der denn bei, wenn er es nicht spielen will? Alter, was ist das für ein Spast gewesen? Ohne Witze, ey. Also wirklich, Online-Spiele sind so schlimm, weil einfach... Es sind nur Trolls und Idioten unterwegs. Also du wirst ja immer, wenn du einer Mission beitrittst, ja, dann weißt du ja schon, was das für eine Mission ist. Das steht ja da, ja. Und dann trittst du bei und dann gehst du raus. Alter, alles klar. Alles klar, egal, dann schaue ich mal, dass ich das Ganze starte, bevor wir weiter aufnehmen, weil sonst bringt das ja alles nichts. Okay, Boys, wir haben jemanden gefunden, der ist Level 102, Alter, richtig, Alter, richtig krank. Okay, wieder solche geilen Zuhälter-Karren. Alter, die sehen so geil aus, die Autos. Wow, okay, fahren sich aber... Wow, das fährt sich ultra scheiße. Wow, was ist das? Mega die komische Steuerung. Wow! Heilige! Naja, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Irgend so ein Typ ist im Knast. Achso, wir sollen denn aus dem Pan... Ah, okay, okay. Wir sollen denn da raus, Freunde. Ah, alles klar. So, jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Oh! Alles klar. Alles klar. Ihn hat es halt genauso hingehauen. Spring die Türen des Wagens auf und befreie Jared. Ja. Wow. Ach so, wir müssen aussteigen und die alle killen und dann müssen wir den Kerl befreien. Alles klar. So. Alter, what the fuck. Alter. Jetzt, na also, läuft er. Alter, wie soll man das denn schaffen, wenn da kommen doch immer wieder neue, oder nicht? Oh Gott, und da sind Helikopter, Alter, what the fuck? Alter, das ist doch unmöglich, Mann. Holy shit. Vor allem, wo ist mein Mate? Wo ist der Kerl hin? Hilft mit Jared zum Lieferpunkt zu bringen. Was? Ach, der hat den schon, oder was? Hä? Nein. Was? Tatsächlich. Warum kommen die Bullen dann immer noch hierher? Was ist das für eine Logik? Ja, toll. So viel zur Mission, Alter. Ich bin gar nicht dabei. Der Kerl... RIP. Hat's einfach ohne mich durchgezogen. Und die ganzen Bullen sind alle bei mir. So eine Scheiße. Ja, aber wenigstens habe ich für Ablenkung gesorgt. So muss man es sehen. Tja, falsch gefahren bin ich allerdings auch noch. Ja, es juckt mich nicht, dass ihr die Polizei seid. Müsste man aber eigentlich da vorne auch langfahren können. Ach du Scheiße. Ja, doch, ziemlich safe. Dass das geht.
Ja gut, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verpasst. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Explosion gehört. Also das waren die leisesten Haftbomben, die ich jemals in meinem Leben explodieren habe hören. Alles klar. Na, der Baum hat mich abgebremst. Das war expected. Alter, die Karre sieht auch geil aus. Oh Mann! Saudämliches Arschloch, Alter. Vor allem... Oh, damit den mache ich platt, den Wichser. Ist mir jetzt scheißegal, Alter. Junge! Ich schieß dir auf deine scheiß Reifen. Oh Gott. So, bin ich denn schon ansatzweise in der Nähe von dem Kerl? Nein. Ja, der fährt halt auch extrem gut. Der ist ja vorhin schon so gut gefahren. Ich kann mit der Karre überhaupt nicht fahren. Sobald die Kurve kommt, haut es mich komplett raus. Ah doch, ich bin in der Nähe von ihm. Ah, ich habe ihn echt eingeholt, Leute. Naja, gut, er ist eh fast am Ziel. Ich werde es nicht schaffen. Aber eigentlich müsste er auf mich warten. Da die Mission eigentlich immer nur dann starten, wenn beide am Ziel sind, in der Regel. Das war es ja schon bei der letzten, wo der eine schon durchgefahren ist und wenn der andere noch nicht da war, musste der andere dann warten. Oh shit. Schon richtig, oder? Ja, doch, doch, ich bin richtig. Oh mein Gott. Wie er direkt vor mir nochmal spawnt. Die Polente. Nice. Ja toll, wo ist jetzt der Treffpunkt? Ach so, man muss die Cops erst komplett loswerden, ne? Lol. Aber warum waren da Feuer? Na egal. Jetzt. Ja, ich fahr lieber auf die Straße, weil es eh auf der Straßenseite ist. Oh Gott. Ripperoni. Ripperoni. Die Karre sieht jetzt auch noch geiler aus als vorher. Fett im Arsch. Hier? Ah, steht der auf so einem Parkplatz. Ja, und jetzt? Ja. What the fuck? So ein Spasti, Alter. Nein, renn jetzt nicht weg. Oh, Leute, ich dachte schon, der rennt jetzt weg, weil ich geschossen habe. Das wäre jetzt auch ein bisschen geil gewesen. Ja, was bringt uns das jetzt, dass wir dem Pisser geholfen haben? Ja, das war's jetzt schon, oder was? Das war die ganze Mission. Jetzt ernsthaft? Lol, so ein Scheiß. Das ging, hat ja gerade mal 5 Minuten gedauert. Schau, wie viel Kohle das gibt. Ach du Scheiß, 15.000. Oh shit. Alter, what the fuck, wie viel XP das gibt. Nice. Ja, kann man jetzt nochmal wegen dem Modus schauen. Puh. Schauen wir erstmal, wie lange es wieder lädt. Also ich weiß echt nicht, was mit dem Spiel falsch läuft, dass das so extrem lange immer lädt. Also das ist echt, es ist halt echt nicht mehr normal, diese Ladezeit. Also mir kommt es echt so leicht übertrieben vor, ja. Weil so lang lädt kein Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und ja, ich habe schon einige Spiele gespielt, die von leistungsmäßig hier genauso viel Anspruch hatten wie GTA 5. Vielleicht ein bisschen weniger, okay, wenn man es auf voller Qualität spielt, braucht GTA schon einiges, aber... Also, ich meine, es lädt ja nicht lange, es lädt ja Minuten, wirklich Minuten, nur um aus einem Ding in ein anderes zu kommen. Also, ich weiß nicht, ob das nur bei PC so ist oder vielleicht ist es nur bei mir so, ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich kann es nicht an mir liegen, weil bei Windows 7 war es so und bei Windows 10 ist es auch so. Und nachdem ich von Windows 7 auf Windows 10 upgegradet habe, ist mein PC ziemlich schneller geworden. Weil, naja gut, es wurde natürlich auch viel Trash gelöscht, ist schon klar. Aber ja, deswegen kann es eigentlich an mir nicht wirklich liegen. Zumindest hoffe ich das. Egal, dann mache ich nochmal kurz einen Cut und ja, dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Weiter geht's. Oh mein Gott. Er hat die Zwischensequenz Der Pisser hat die Zwischensequenz übersprungen. Oh mein Gott, ich wollte die sehen. Begib dich zur Tankstelle. Alles klar. Ist das mein Motorrad? Kann ich da draufsteigen?
Nein, kann ich nicht. Nehme ich mal die Karre von dem hier. Ach so, wir müssen alle ins gleiche Auto, oder was? Nee, müssen wir nicht. Alter, what the fuck? Was ist das für ein geiles Auto, was da vorbeigefahren ist? Holy shit. Alter, das ist übelst die geile Karre am Arsch der Welt, Mann. Was geht ab? Übelst die geile Karre. Vor allem, die fährt sich voll chillig im Vergleich zu dem Wagen von der letzten Mission. Okay, gut, erstmal fett verkacken, ne? Ja gut, ich habe ein bisschen zu so sehr rumgelenkt. Ja, aber trotzdem, die fährt sich extrem geil. Schalte die Vagos aus. Ach du Scheiße. Wow. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Holy fucking shit. Na toll, lebt der eh nur noch einer. Nice. Ja, irgendwas mit Begräbnis ist das, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was wir machen müssen, weil die Zwischensequenz übersprungen wurde, aber Begräbnisfeier ist die Mission. Keine Ahnung, was genau da jetzt gemeint ist. Das ist immer First-Person-Folge, wenn man zu viert in der Karre hockt. Ah, oh, nice. Okay. Ja, wahrscheinlich müssen wir entweder irgendjemanden platt machen, der bei dem Begräbnis ist, oder irgendwie, was weiß ich, die Leiche klauen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde die Zwischensequenzen eh voll geil bei der Mission, weil das so ein bisschen ist... Ich finde, es ist halt so ein bisschen wie Singleplayer. Ja, es ist im Endeffekt wie eine Singleplayer-Mission so ein bisschen, weil erst kommt Zwischensequenz und so. Und dann machst du es. Und während du das machst, labert der immer noch mit dir, also das ist echt cool. LOL. Die schmuggeln Koks in Leichen, what the fuck? Alles klar. So ein Crankenshit habe ich noch nie gehört. Oh, ich habe die Maus nicht mehr bewegt, jetzt kommt schon diese automatische Kamera. Eigentlich ist die ganz chillig, kann man echt machen. Die Musik ist auch chillig. Echt chillige Gangstermusik. Okay. Oh Gott, Alter, das wird jetzt fett. Aber das sind ja nur drei Autos, das können ja maximal 12 Leute sein, dementsprechend. Ja gut, okay, theoretisch können es ja 5 sein pro Auto, also maximal 15 Leute können es sein. Alter, was stehen da für geile Autos, die wieder solche Zuhälter kutschen. Okay, habe ich keine Waffe in der Hand, oder? Ne, passt. Olle, ich habe voll den Schuss im Rücken, ach du Scheiße, fällt auch überhaupt nicht auf. RIP, ich hab voll das geile Outfit an. Voll chillig. Ja, es sind also echt, ja, es sind nicht viele. Ja, die umzuballern sollte nicht lang dauern. Ja, wahrscheinlich sind in der Kirche jetzt einfach so 50 Leute oder so. Oder es kommen dann noch 100 Autos angefahren, oder es ist echt so einfach. Irgendwas passiert aber safe noch, weil es geht nie alles glatt. Allein schon, weil Lamar die Mission macht, da geht nicht alles glatt. Ja. Was zum Teufel macht der Kerl da? Fällt es eigentlich überhaupt nicht auf, dass wir uns alle nicht kennen, theoretisch? Ich meine, die drehen sich ja nicht mehr zu uns um, fragen sich überhaupt nicht, wer wir überhaupt sind. YOLO. Ah, okay, das sind schon noch mehr. Ach so, das ist eine Beerdigung von den Vagos, das so. And they died like men. Hey, you know how they say every cloud's got a silver lining? That's bullshit. Some clouds got no linings. They're just depressing. And that's what this is. It's depressing. Beste Rede aller Zeiten. They were great men,
Killers, fighters, warriors, proud members of their community. Then again, some dead homies did leave some trash bags full of cocaine in the attic. So let's all stop looking so upset, eh? To the homies! To the homies! And all that coco. Brothers for life. Dürfen wir die jetzt umballern? Was? Wieso habe ich nur eine scheiß Pistole? Alter. Fuck doch die Bitch, ey. Vor allem, wie die alle anscheinend keine Waffen haben, Mann, was geht ab? Und warum haben wir keine Waffen? Ah, alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Jetzt haben wir wegen mir verloren, oh Gott. Oh, das ist peinlich. Ja, Mann, wo sind denn unsere Waffen? Das ist doch so unlogisch, Mann. Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Ah, warum hat man denn nur so eine scheiß Pistole? Und warum haben die Maschinenpistolen, Alter? Das ist doch einfach nur mega unlogisch. Aber wenigstens startet jetzt... Ah ja, okay, startet wenigstens direkt. Ja, nochmal neu. Oh Gott. So. Alter, irgendwie leckt es ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, bei GTA ist es so extrem schwer zu sagen. Okay, da unten ist keiner mehr, ich muss davor. Oh shit. Oh, ich habe schon wieder nur Hälfte Leben. Weil man halt nur so eine Dreckspiste hat, ist halt echt so. Oh shit, shit, shit. Heile, heile. Na, ja, den Pisser kann man noch platt machen. So. Ja, lebt nur noch einer, passt. Gib mir die Waffen hier mal. Alter, ich komme aus dem scheiß Busch nicht mehr raus. Erstmal collecte ich hier noch ein bisschen das Money und die Munition, ey. So. Also. Ja, jetzt sieht schon besser aus. 700 Schuss mit dem Maschinengewehr. Ah, ich wusste es, ey. Das gibt's nicht. Achso, ich dachte schon, ich bin gestorben. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sitzen jetzt noch ein paar Stunden an der Mission. Nice. Ist auch lustig, wenn du failst und dadurch dein Dingens. Ups. Rang sich erhöht. Ah, ich hasse sowas. Naja, aber ich habe es ja auch schon verkackt, deswegen kann ich eigentlich gar nichts sagen. Müssen wir es jetzt nochmal komplett neu machen? Jupp. Aber es ist auch lustig, ich habe erst ein Gewehr in der Hand und dann plötzlich nicht mehr. Da erstmal ein paar Headshots verteilen, Alter, ohne Witz, ey. Und die beste Position ist anscheinend die hier. Zack. Lol. Alter, wie schnell waren wir denn jetzt bitte? Holy fucking shit. What the fuck? So. Die ganze Kohle und die ganzen Waffen einsammeln. So. Und sonst kann man ja gegen die anderen eh nicht antreten. Ohne nur mit Pistolen ist das übelst schwul. Weil du musst halt Headshots drücken, weil die sonst gar nicht sterben. Ah, alles klar. Oder sie sterben vielleicht auch so nicht. Ah! Lass mich rein. Lol. Hä? Ja, ich kann nicht einsteigen. What the fuck? Scheiß drauf. Nehme ich mir einfach eine von den Kernen. Draufgeschissen. Oh fuck, ich hätte eins von den Roten nehmen sollen. Was ist denn jetzt? Achso, die fahren da hinten runter, lol. Ich dachte schon, what the fuck? Oh! 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 Oh Gott.
schlechtester Driver im Spiel, ey. Ach so, hier müssen wir sogar lang, oder? Alter, Alter, übertreib doch mal nicht so, Mann. Holy moly. Da finde ich schon diese ultra krasse Trick 17 Abkürzung und dann sowas hier. Man schlägt sich diese scheiß Karre 10 mal. Naja, ist auch allgemein nicht das geilste Auto, was ich da genommen habe. Ja, ich glaube, es liegt auch an dem Sandboden. Ja, es lag an dem Sandboden. Und diese Pisse hier abschütteln. Oh, scheiße. Zum Geier machen die Deals. Alter, es bringt aber überhaupt nichts, wenn ich... Es bringt überhaupt nichts, wenn ich da ankomme. Fällt mir gerade mal auf. Oh, ich habe aber eine Mini-MP. Oh, nein. Oh, scheiße. Ach, come on, Alter. Was ist denn das, ey? Ich habe mit 100 Mal auf seinen scheiß Kopf geschossen und der Kerl... Alter, der Fahrer in dem Wagen hinter mir. Mann, Alter. Fuck it. Jetzt habe ich es zweimal verkackt, ey. Scheiße. Ah, mein Gott. Verdammt nochmal. Wir sind jetzt schon seit 20 Minuten oder so jetzt hier. Scheiße nochmal. Als war ich schon so ein Fail, wieso kann ich nicht in diesen scheiß Leichenwagen einsteigen, Mann, was ist denn das? Aber wahrscheinlich startet es jetzt trotzdem bei dem Leichenwagen-Ding. Nicht nochmal ganz von vorne, hoffe ich zumindest. Ah, das startet ganz von vorne. What the fuck? Vorhin haben wir sie schneller erledigt. Also gerade eben. Oh mein... Der Kerl lebt noch hier mit 10 Mal in die Brust geschossen. Alles klar. Hallo, ich habe schon ein Gewehr. Nice. Nice. Alter, wie viel Kohle ich jetzt schon dadurch bekommen habe. Ja, aber das ist halt echt so mega behindert einfach nur. Weil es gibt nur zwei Leichenwagen und in jedem Leichenwagen können nur zwei Leute sitzen. Oh. Okay, es ist doch nicht so behindert. Er ist der eine Kerl. RIP. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache jetzt Pause, bis wir mal ein bisschen weiter sind, weil... Oder? Na, scheiß drauf, ich lasse einfach weiterlaufen. Oh Gott, ey. Verdammt nochmal, Mann. Vor allem der Level 15er, der ist das einzige, vor allem der Level 138 ist auch schon gestorben, ey. Jetzt hat es erst der Level 15er verkackt, nachdem ich es schon zweimal verkackt habe. Oh mein Gott. Naja, das ist einfach nur heftig. Man muss da wirklich am Anfang direkt die 50 Headshots verteilen, sonst bringt es nichts. So. Ein paar Headshots verteilen, nachladen und noch mehr Headshots verteilen. Das Ding ist halt ohne Headshots, ich glaube, das ist, weil die Mission auch schwer ist, ehrlich gesagt. Na, ja, ich glaube schon. Weil die, also ich meine, das ist einfach nur... Ich meine, das ist ja nicht mal mehr unrealistisch. Ich meine, ich schieße den fünfmal in die Brust und der Kerl steht einfach wieder auf. Ich meine, dass du vielleicht nicht tot bist, okay, aber du stehst dann nicht mehr auf, Alter, ganz sicher nicht. Ach du Scheiße, wie oft ich getroffen wurde, RIP. Ja, okay, passt schon. So, einfach nur die Leichenwagen nehmen geht anscheinend nicht. Ich glaube, wenn wir da alle vier gleich wären, wäre das easy peasy, weil die ja noch in den Autos sitzen. Also eigentlich ist es ja echt easy peasy. Aber die hocken sich halt in die Autos und lassen die Kerle halt einfach am Leben. Ja. Fahr halt nicht ohne mich los zu spacken, Alter. Kann ich dir diesmal noch helfen, Mann? So. Mikro-MP. Da. Ärzte. Oh Gott.
Die steuern sich bestimmt wie ein Haufen Scheiße, die Wagen. Also wie viel sind es? 2,6 Kilometer, oh mein Gott. Haben die gerade Zivilisten erschossen? Alles klar. So Bad Boys. Nice. Er gibt echt viel XP, diese Mission, muss man schon sagen. Finde ich ziemlich geil, muss ich ehrlich zugeben. Also eher RP halt. Weil ich weiß gar nicht, wie viel der Rang überhaupt bringt, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es auch nur ein Schwanzvergleich. Wow! What the fuck? Ach du Scheiße, wie viele das sind. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Aber das ist ein Zivilist. Ich schieße halt auf den Zivilisten. Da ist einer weniger. Alter, wie fährt denn der Kerl, Mann? Da wundert es ja nicht, dass man schon fast down ist. Hätte einmal nicht vorhin gestorben, genau. Alter, wie die jetzt überall sind. Das ist so unlogisch. Als ob die so viele Leute haben. Holy shit, ich hab schießen erst auf 40 von 100. Das erklärt, warum ich nie was treffe. Oh mein Gott. RIP. Jesus. Jesus. Nice. Oh mein Gott, das war jetzt echt eine Herausforderung. Wow, Alter, schaut euch die Karre an, keine Tür mehr und alles voll mit Einschusslöchern. What the fuck? Lots of eggs. Eggs. Motherfucking eggs. Gangster shit, nigga. That kid is so crazy. That's what the world needs. A handsome, charismatic, well-spoken leader like myself. That's what I bring to the table. Lots of motherfucking eggs. That kid is einfach nur crazy. Aber komplett crazy. Nice. Jetzt will ich aber mal sehen, wie viel es gibt. Ich meine, allein schon beim Failen hat es ja schon ein paar tausend. Nice, 11.000. Und wieder fast ein halbes Level. Alter, krass. Ja, ich mag die Mission einfach. Die sind schon cool. Ich meine, die war jetzt ein bisschen schwierig und wir haben es ein bisschen oft verkackt. Ich habe es dreimal verkackt, um genau zu sein. Aber ja, ich meine, ja, so einfach war das aber nicht, Alter. Ich meine, wenn du einmal low bist, dann ballern die dich halt um. Aber egal, da es 10 Uhr noch lädt und dass die Folge lang genug ist, würde ich sagen, macht's gut dort rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie man diesen anderen Modus da zockt, weil ich habe keine Ahnung, wie das geht. Müsste ich mich erkundigen, aber es geht wahrscheinlich leichter, wenn ihr es einfach in die Kommentare schreibt. Auf jeden Fall bis dahin, macht's gut dort rein und ciao, ciao.